Hallo ihr Lieben, wir haben Sommer. Viele sind vielleicht schon im Urlaub und haben sich ihren Sonnenschutz schon gekauft. Ich habe mir vor 2,5 Wochen ungefähr Sonnenschutz von Balea gekauft. Hatte ich noch nie. Ich hatte noch nie Sonnenprodukte aus der Drogerie und möchte euch jetzt mein Fazit dazu mitteilen. Es sind 4 Sonnenprodukte, eine Sonnenmilch. Quatsch, ein Sonnenspray, Mittel, also 20, dann ein After Sun, ein Après-Gel Aloe Vera, dann alles von Sundance Balea, diese Anti-Pollution, Sonnenflöte, Hals, Gesicht und Dekolleté, Schutzfaktor 30 und dann diesen Stift. Ja, also ich habe das jetzt getestet. Ich war jetzt noch nicht im Urlaub, aber die Sonne schien ja. Ne? Es war ja sehr heiß und man sollte ja, immer wenn man draußen ist, auch besonders die Hände, man sollte sich also schützen. Und da ich viel Fahrrad fahre und viel in der Natur bin, habe ich diese Produkte probiert. Ich habe sie getestet. Als allererstes dieses Sonnenspray Schutzfaktor Mittel, also 20. Es gibt auch 30 und es gibt auch 50, aber bei mir reicht Mittel aus. Also ich habe jetzt nicht so eine empfindliche Haut. Also ein Vitamin E-Komplex und grüner Tee-Extrakt sorgen dafür, die Haut zu schützen vor lichtbedingter, vorzeitiger Hautalterung. Außerdem sind da noch so feuchtigkeitskomplexe Wirkstoffe wie Glycerin und Panthenol darin enthalten. Und bei regelmäßiger Anwendung, also schützt, wird die Haut gestärkt und geschützt. Und diese lichtbedingte Hautalterung, der wir ja nun ausgesetzt sind, der wird somit ein bisschen vorgebeugt. Einfach in der Anwendung, einfacher als eine Milch, finde ich. Ich mag das ganz gerne, wenn ich das aufsprühen kann. Es klebt nicht, es fettet nicht, es ist wasserfest. Und das hat auch einen ziemlich angenehmen Duft, kostet 2,95 Euro. Also diese Preise sind ja sensationell. Ich habe früher immer in der Apotheke mir von so einer französischen Firma Lirac die Produkte gekauft, die irrsinnig teuer sind und dachte mir, ich probiere jetzt mal DM aus. Weil das kann ja nicht schlecht sein. Also ich kannte sie wirklich nicht und ich bin ehrlich gesagt begeistert. Genauso begeistert bin ich von diesem Aloe Vera Après Gel. Dieses Après-Gel, das kühlt und beruhigt sonnengestresste Haut. Es sorgt außerdem dafür, dass also für eine lang anhaltende, schöne Bräune, ohne dass man sich so schält. Also kann man sich ja vorstellen. Es hat auch einen sehr angenehmen Duft. Also diese Produkte sind übrigens alle vegan. Diese ganzen Balea Sonnenprodukte sind vegan, also ohne Mineralöl, ohne Paraffine, ohne Parabene, ohne diesen ganzen Schnickschnack, den wir ja auch nicht wollen. Und ihr gebt auf die gereinigte Haut logischerweise einen dünnen Film und reibt das schön ein und man hat sofort diesen frischen Kick. Also ohne, dass die Haut klebt. Das hat man ja oft bei einem After Sun, dass das dann so klebt und wenn man sich dann anziehen möchte, dann kleben die Sachen so ein bisschen auf der Haut. Dieser kleine Stift für die Lippen, den kann man also den ganzen Sommer übertragen. Ist auch mit Meeresalgenextrakt, Vitamin B12, Schutzfaktor 30 und Avocadoöl kann man auch wunderbar unter dem Lippenstift auftragen, weil so ein Sonnenschutz auf den Lippen ist schon sinnvoll, gerade für Menschen, die diesen Herpeskomplex in sich tragen, weil der bricht ja manchmal aus, auch bei zu viel Sonneneinstrahlung. Also ist ein absolutes Top. Dann kommen wir zu diesem Produkt, Anti-Pollution, ein Sonnenfluid für Gesicht, Hals und Dekolleté. Jugendliche Ausstrahlung und Schönheit hat einen neuen Feind und das ist Smog, Stadtluft. Und der Trend kommt natürlich aus Asien, wie auch die Tuchmasken, Anti-Pollution, also gegen äußere Umwelteinflüsse, gegen freie Radikale. Dieses Produkt ist in einem Spender, kostet, lasst mich mal nachschauen, was das kostet, ich habe mir das aufgeschrieben, 3,95 Euro. Das ist wirklich ein Witz. Das ist ein ganz feiner Film, den ihr auf die Haut aufgibt. Ist ideal auch als Make-up-Unterlage geeignet und ist gluten- oder glutenfrei, ohne diese ganzen anderen Stoffe, die ich vorhin schon genannt habe. Und das macht diese Sundance-Reihe, finde ich, für mich sehr, sehr sympathisch. Also dieses Produkt einfach auf die gereinigte Haut auftragen und danach euer Make-up oder wenn ihr jetzt einfach nur am Strand seid oder in der Sonne für Gesicht, Hals und Dekolleté und ihr könnt vielleicht auch eure Hände so ein bisschen damit
versorgen, gerade die, ne, hier kriegt man ja auch leichter diese durch lichtbedingte Sonneneinstrahlung, diese Altersflecken, kriegen wir irgendwie, kriegt man ja so komische Sachen. Ich kriege zum Beispiel immer mehr so Sommersprossen, also so braune, naja, solche Sommersprossen eben, so braune Fleckchen. Ich kriege auch schon welche hier auf dem Handrücken. Hätte ich jetzt, besonders wenn man sich jetzt schminkt an so einem Vergrößerungsspiegel, sieht man ja seine Hände. Nee, Gott, was sind denn hier? Sind lauter so kleine Fleckchen. Also die Hände auch schützen, weil die sind ja nun ständig der Sonne ausgeliefert. Genauso auch die Nase. Die Nase wird ja auch schnell rot. Also gibt es auch Lichtschutzfaktoren 30 und 50. Also was mich wirklich total überrascht, dass das so vegane Produkte sind. Also auch keine Tierversuche für die Damen, die darauf großen Wert legen. Dann, was ich noch ein absolutes Must-Have finde, ist so ein Wasserspray. Da gibt es ja auch die verschiedensten. Das ist jetzt ein ganz normales, neutral, gibt es ja auch mit verschiedenen Duftrichtungen. Gehört auch mit in die Strandtasche, auch wenn, oder wenn ihr da so eine Kühltasche mitnehmt an den Strand oder zum Picknick. So ein Wasserspray ist immer toll, kann man sich überall aufgeben, auch jetzt Leute, die Kinder haben, ist einfach perfekt. So, dann als, was ich auch empfehle, unbedingt für den Sommer, ist diese Garnier After Sun Tuchmaske mit Hamamelis-Extrakt. Ist die neu? Die muss 15 Minuten draufbleiben. Nee, die ist nicht neu. Die gibt es wohl auch schon eine Weile. Also ich habe nun sehr viele Tuchmasken probiert und Garnier ist mit einer der besten. Also die Marke macht wirklich tolle Tuchmasken. Bin ich total begeistert von. Falls ihr noch alte Produkte habt, also vom letzten Jahr. Ich habe zum Beispiel hier noch von dieser Firma, die ich vorhin genannt habe, Lirac, das ist auch Schutzfaktor 30 für Gesicht, Hals und Dekolleté. Und ich habe diese Firma geliebt und weiterempfohlen. Meine Freundin haben die auch. Und das Ding ist jetzt halb leer oder halb voll noch. Und natürlich kann man diese Produkte vom letzten Jahr benutzen, sofern sie nicht ranzig riechen. Und wir sagen ja, oh Gott, das riecht nicht ranzig, also kann ich das benutzen. Klar, kann man machen, aber der Sonnenschutz ist nicht mehr so gewährleistet. Das ist nämlich das Problem. In dem Moment, wo dieses Produkt geöffnet worden ist, ist der Schutz nicht mehr 100%. Also das müsst ihr selber entscheiden, ob ihr die Produkte vom letzten Jahr benutzt oder nicht. Ich denke mir, man sollte es nicht unbedingt tun. Gerade das Gesicht ist ja unser, das können wir ja nicht verdecken. Unser Gesicht ist ja unser Aushängeschild. Ne? Und das sollten wir auf jeden Fall vor allzu starker Sonneneinstrahlung schützen. Also, dass unsere Haut jetzt nicht so gestresst wird und Faltenbildung vorbeugen. Und wozu dieser Sonnenschutz eben alles so gut ist, das wissen wir ja. Und dann habe ich noch ein ganz tolles Produkt gefunden aus der Apotheke. Das ist dieses Aloe, nee, nicht aus der Apotheke, entschuldigt bitte, aus dem Reformhaus. Aloe Vera Gel, eine Feuchtigkeitspflege, entspricht, steht 98% Aloe Blattgel. Also das ist 98%, also kennt ihr das Blattgel, wenn man sich so eine Aloe-Pflanze kauft oder die zu Hause hat. Und das ist auch ein ganz tolles After-Sun-Produkt oder generell ein Produkt, ein feuchtigkeitspflegendes Produkt unter dem Make-up, generell als Pflege für den Tag. Das habe ich jetzt auch schon ein bisschen probiert, kostet um die 9 Euro. Also das kann ich euch wirklich wärmstens empfehlen. Gibt Firma Hübner ist das, gibt es im Reformhaus zu kaufen. So, das waren jetzt so ein paar Tipps, die ich euch jetzt hier, oder ein paar Anregungen, was ich jetzt zu diesen Sonnenprodukten sage. Ich bin wirklich begeistert, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich bin da ein bisschen mit gemischten Gefühlen rangegangen, dachte auch, naja, also 3 Euro, 2 Euro, 4 Euro. Aber ich bin wirklich angenehm überrascht und auch vom Duft her. Die Duftrichtung ist auch angenehm. Es gibt ja auch so Sonnenprodukte, die wirklich ziemlich unangenehm riechen. Und das, wisst ihr, dieses Produkt, das riecht einfach wie ein Sonnenprodukt riechen soll. Es riecht nach Sommer. Ich weiß nicht, wie sie das hinbekommen, aber es riecht nach Sommer. Gut, ihr Lieben, ich wünsche euch wie immer das Beste, seid besonders gut zu euch und bis bald. Ciao.